Willkommen wieder. Ich fange noch mit einem stillen Gebet an. Papa. Mama ist ein Papa alt. Amen. So, die letzten 1,5 Tage haben wir damit verbracht, einen Workshop zu machen, wie ich am Freitag angekündigt hatte. Wir haben Gruppen gebildet. Jede Gruppe sollte 3 Erfahrungen bezüglich einer sexistischen Situation vortragen. Und die wurde in diesem Workshop dann jeweils besprochen, behandelt. Und wir haben uns versucht, mit sexistischen Situationen im Alltag auseinanderzusetzen. Und aber auch die Frage zu klären, was steckt dahinter? Wir haben in der Gesellschaft Rollen, Erwartungen, Stereotypen, die in der Gesellschaft präsent sind. Und oft ist das alles, geht das unbemerkt an uns vorbei. Warum? Weil es für uns einfach normal ist. Für diese Gesellschaft ist es normal, es ist Tradition, so war es immer, so sind wir aufgewachsen. Was soll daran falsch sein? Und der Workshop diente dazu, sich diese Stereotypen, diese Rollenbilder mit ihnen auseinanderzusetzen und sie zu analysieren, um zu merken, wo kommen diese Bilder und Stereotypen eigentlich her? Was steht dahinter? Und wenn man in diese Tiefe eingreift, merkt man eventuell, dass die Rollenbilder und Stereotypen, die heute in unserer Gesellschaft präsent sind, gar nicht so gut sind. Und dass sie schon gar nicht das sind, was Gott möchte von seinem Volk. Und dass, wenn wir auf unserem Weg in den Himmel sind, dass wir diese Dinge ablegen müssen. Alles, was nicht passend für den Himmel ist, muss abgelegt werden. An diesem Seminar, wir haben natürlich jetzt 1,5 Tage keine Aufnahme gehabt, weil wir diesen Workshop gemacht haben. Aber in diesem Seminar haben wir uns nochmal damit konfrontiert, wie sieht ein Test aus? Wenn ein Test vor einem jemanden steht, so etwas wie ein Biologietest, dann liegt der ganze Fokus auf den kommenden Test. Man lernt für diesen Test. Man geht nicht raus und macht Freizeitaktivitäten oder verplempert seine Zeit, sondern man setzt sich aktiv mit dem Test auseinander und man lernt auch nur das, was für den Test notwendig ist. Wenn es ein Biologietest ist, dann lernt man nicht für Mathe oder für Französisch, sondern man kümmert sich um die Materie, die in diesem Test abgefragt wird. Das haben wir genommen und haben es auf unser geistliches oder religiöses Modell gelegt. Und wir wissen von Ellen White, dass das Sonntagsgesetz der letzte große Test von Gottes Volk ist. Das heißt, Gottes Volk muss sich mit ganzer Energie auf diesen Test vorbereiten. Sie müssen wissen, was dieser Test beinhaltet. Sie müssen erstmal den ganzen Fokus auf den Test legen, plus sie sollen die Materie für diesen Test lernen und sich nicht ablenken lassen. Und wir können das untermauern mit der Aussage von Ellen White, wo sie sagt, es gibt viele Wahrheiten in Gottes Wort, aber was die Herde braucht, ist gegenwärtige Wahrheit. Darauf basieren wir auch diesen Punkt. Wir sind dann noch kurz dahin gegangen, wo wir geschaut haben, was ist denn unser Test? Und ich fand es ein recht gutes Beispiel, als die Antwort gegeben wurde, ja, Test ist Botschaft, was sie 2018 halt gesagt hat. Wir sind an einem Zeitpunkt schon längst angekommen, wo eine oberflächliche Beschreibung unseres Testes nicht mehr ausreichend ist. Das so, wie man sagt, ja, was kommt im Biotest dran?
Biologie halt. Das bringt uns im Test nicht sehr viel. Seht ihr das? Versteht ihr das? Das heißt, wir müssen viel tiefer reingehen, was ist eigentlich unser Test? Und damit hatten wir angefangen. Wir können jetzt hier an dem Seminar nicht unbedingt da weitergehen, aber ich denke, wir sehen die Wichtigkeit, dass wir mehr tiefer graben müssen. Was ist unser Test? Und gewisse Dinge haben wir bereits aufgeschrieben. Zum Beispiel der Kampf, der Kulturenkampf, der momentan in der Welt herrscht, aber auch in Gottes Gemeinde. Gleichberechtigung gegen Freiheit. Da muss man erstmal verstehen, was ist Gleichberechtigung, was ist die Thematik Freiheit. Beides sind richtig, aber wenn sie aufeinander clashen, ist die Freiheit weniger wichtig wie die Gleichberechtigung. Die Gleichberechtigung muss die Freiheit trumpfen. Das heißt, wir müssen das ganze System bezüglich Gleichberechtigung und die Argumentation davon verstehen. Das gilt aber auch für Freiheit. Wo kommt dieser Schrei nach Freiheit her? Was bedeutet er? Was sind die Argumente dafür? Und wenn die beide aufeinandertreffen, warum muss das eine über dem anderen sein? Was passiert, wenn die Freiheit über Gleichberechtigung steht? Das sind so Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollen, weil wir uns dadurch wir sensibilisieren uns für diese Thematiken. Und schauen wir raus in die Politik, geht es um Religionsfreiheit, geht es um Menschenrechte, geht es um Frauenrechte, LGBTQ-Rechte, geht es um Corona-Maßnahmen. Selbst im Ukraine-Krieg jetzt merken wir, dass wir mitten in diesem Kulturenkampf stehen. Was hat mehr Gewicht? Gleichberechtigung oder Freiheit? Das heißt, wenn wir dieses Prinzip verstehen, diesen Kampf, diesen Kulturenkampf verstehen, nehmen wir automatisch eigentlich auch eine politische Haltung ein. Auf welche Seite schlagen wir uns? Und was wird in der Adventgemeinde oft gesagt? Was oberflächlich von Ellen White bestätigt wird? Was ist die generelle Doktrin in der Adventgemeinde gegenüber Politik? Keine Politik, zurückhaltung. Ja. Haltet euch von der Politik fern. Wir sind eine Gemeinde und wir haben nichts mit Politik zu tun. Stimmt diese Aussage wird von Ellen White gestützt. Stimmt das? Nein, Trudy? weil das Sonntagsgesetz ist ja ein Politikum, also müssen wir uns damit beschäftigen. Okay, eine Antwort ist nein, weil das Sonntagsgesetz, was sie vorhersagt, ist ja eine politische Sache und damit müssen wir uns beschäftigen. Mama? In der Bibel heißt es, dass Gott sagt, er tut nichts, er sagt es ja nicht vorher seinen Propheten. Und wir sind in der letzten Zeit, das heißt, es passieren einige prophetische Ereignisse. Eine Menge prophetischer Ereignisse müssen passieren, laut der Bibel, wenn wir in der letzten Zeit sind. Das heißt, wenn Gott nichts sagt, ohne dass er dann seinen Propheten sagt, wo es lang geht, dann müssen wir unbedingt die Politik betrachten, weil, ja, wie soll ich das ausdrücken, weil die Ereignisse in der Welt ohne die Politik nicht passieren. Genauso wie bei Daniel, ohne Politik ist da nichts passiert. Und Daniel wusste, wenn das Reich aufhört, zu Ende geht, kommt ein neues Reich. Also Daniel war ständig am, naja, Daniel wusste, wenn die 70 Jahre vorbei sind, ändert sich Politik. Also Prophetie sind Ereignisse in der Weltgeschichte. Die Endzeit sind Ereignisse in der Weltgeschichte. Und Weltgeschichte hat immer mit Politik zu tun. Und wenn Gott, wie in Amos 3, Vers 7, glaube ich, sagt, er sagt alles, bevor etwas passiert, an seinen Propheten, bevor er etwas tut, sagt er es dem Propheten. Und Prophetie ja von ihm kommt. Dann müssen sich Propheten oder Gottes Volk mit Politik auseinandersetzen, um prophetische Ereignisse zu verstehen, die Erfüllung davon. Trudi? Ich glaube, was Schwester White meinte, ist auch, es gibt Politik und Politik. Es gibt Politik, die sind für uns als Endgemeinde irrelevant. Da müssen wir uns nicht damit beschäftigen. Aber was im Zusammenhang steht mit der Prophetie, das müssen wir verstehen. Da müssen wir mitgehen. Finde ich auch ein wichtiger Punkt. Es gibt viel Politik. Es gibt viel politische Diskussionen.
Aber wir würden uns nur mit Politik auseinandersetzen, die in Verbindung mit der Erfüllung von Prophetie in Verbindung steht. Der Rest würde uns nicht interessieren. Genau wie das gleiche Wort von der Schwester Weid. Es gibt viele tolle Wahrheiten, aber was die Herde braucht, ist Gegenwärtige Wahrheit. gegenwärtige Wahrheit. So ist es mit der Politik. Das, was das Volk Gottes betrifft, die Politik, die müssen wir kennen. Und das ist ja deutlich in Offenbarung gezeigt und in Daniel, welche Politik wir kennen müssen. Bezüglich der Aussagen von Ellen White, hat sie sich dagegen ausgesprochen, dass Mitglieder der Adventgemeinde sich in Politik involvieren oder politisch mit diesen Debatten auseinandersetzen? Ja, aber das ist nur die halbe Miete, wenn ich so sage. Okay. Ich wollte fragen, was hast du gemeint? Welche Sachen hast du gemeint in Daniel und so? Mit dem Politischen, Als dass wir uns setzen. Daniel am Hof war mit Babylon, Daniel kannte die Bibel und er wusste, 70 Jahre lang ist Gefangenschaft über sein Volk verhängt. Und er wusste, die 70 Jahre gehen jetzt zu Ende. Und dann wusste er, dann kommt eine neue politische Ära über Babylon. Und er hat gesehen, dass Kyros eingefallen ist oder zumindest mit seinen Truppen war. Er hat das ja mitgekriegt, was da gerade ablief. Und dann wusste er, aha, er hat das sicherlich vorher verfolgt. Und dann kam Darius rüber, der hat das mitverfolgt. Der wusste, jetzt werden die Zeiten anders. Ich meine, Schwester Weid schreibt das auch irgendwo, ja, dass er diese Zeiten verfolgt hat. Und so wie Daniel gewacht hat, müssen wir auch wachen, sagt ja die Bibel, wacht. Wächter. Zurück zu meinem Punkt bezüglich Ellen White. Ja, Ellen White sagt aus, wir sollen als Gemeinde Gottes, als die Auserwählten Gottes, sollen wir uns nicht in Politik involvieren. Wir sollen zum Beispiel nicht wählen. Aber ich will auch erinnern, dass das nur die halbe Miete ist. Ellen White hat viele Jahrzehnte gelebt. Und sie macht Aussagen basierend auf ihren historischen Kontext. Und wenn man ihre Werke eindringlicher und mehr im großen Kontext betrachtet, merkt man, dass sie zu gewissen Lebenszeiten eine Aussage macht, die sie eventuell nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten zum gleichen Thema eine ganz andere Aussage macht. Und das ist, wo wir Adventisten einfach nur faul sind, wenn wir Ellen White studieren. Wir nehmen nämlich eine Aussage von ihr, reißen sie aus dem historischen Kontext und nehmen sie als schwarz-weißes Gesetz. Und das ist etwas, was die Bewegung am Adventismus kritisiert. Wir müssen besser Studenten des Wortes von Ellen White werden, den historischen Kontext betrachten und sehen dann auch, zum Beispiel, wenn es um Heimschule geht, an einem Ort, sagt Ellen White, schickt eure Kinder nicht in die Schulen. Es wäre besser, wenn sie daheim unterrichtet werden. Und Jahre später sagt sie, es wäre besser, wenn ihr eure Kinder an Schulen sendet. Und so ist das Gleiche auch mit dem Thema Politik bzw. Wählen. In einem Moment sagt sie, es wäre besser, wenn wir uns nicht involvieren, wenn wir nicht wählen gehen. Und in einem anderen Moment sagt sie, es wäre unsere religiöse Pflicht, wählen zu gehen. Das wurde von Paminder bereits schon in einer Serie behandelt, dieses Thema bezüglich Ellen White und die Involviertheit in die Politik oder Wählen. Warum sind wir hier? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir jetzt da drauf gekommen sind. Ja, weil das Thema Gleichheit, Gleichberechtigung eigentlich ein Thema der Welt ist. Und deswegen wird uns nachgesagt, wir sollten uns nicht mit der Politik beschäftigen. Aber die Politik hat gerade die Menschenrechte auf dem Schirm. Und das Sonntagsgesetz wird ein Thema Menschenrechte sein, nämlich Gleichheit. Und deswegen müssen wir politisch beobachten. Das war der Ausgangspunkt.
Ich glaube, der Ausgangspunkt war das Sonntagsgesetz. Ja. Das Sonntagsgesetz ist unser Test. Gottes Volk ist das der letzte große Test. Wir sind hingegangen und haben geschaut, seit wann wir uns in diesem Test befinden. Nämlich seit 2021 und er geht bis zum Sonntagsgesetz. Dann ist er abgeschlossen. Danach findet noch ein Reifungsprozess da statt. Das sehen wir anhand des Agrikulturmodells mit dem Spätregen. Aber der große Test ist das Sonntagsgesetz. Und interessant ist, wir sind durch die Stufen des Verständnisses des Sonntagsgesetzes durchgegangen. Wir haben auch gezeigt, dass wir dieses Modell haben, was wir mit Boston, Concord und Exeter als Symbol abkürzen können. Wir sehen, 2001 kommt eine Botschaft an, welche 2019 angefangen wird, verstanden zu werden. Und 2021, seitdem, werden wir aufgrund dieser Botschaft getestet. Und das ist die Testperiode. Und hier würden wir das Sonntagsgesetz markieren. Die Botschaft des Sonntagsgesetzes kommt 2001 an. Und es braucht 18 Jahre, bis wir diese Botschaft studieren. Wir studieren sie 18 Jahre und wir fangen an, sie zu verstehen. Und 2019 kommen wir zu diesem Punkt, wo wir merken, um was handelt sich es beim Sonntagsgesetz, bei dieser Wegmarke in unserer Generation? Um Geschlecht, ja. Die Generation der 144.000. Es kann sich nicht länger mehr um Sabbat, Sonntag handeln, sondern jetzt geht es um das Thema Geschlecht. Was recht revolutionär im Adventismus ist, wo man sich zu Recht die Frage stellen könnte, sind wir überhaupt noch Adventisten, wenn wir jetzt die springende Wegmarke des Adventismus verändern, indem wir sagen, das Sonntagsgesetz, Daniel 11, Vers 41, handelt nicht länger von Sabbat und Sonntag, sondern es geht jetzt um das Geschlecht. Ich würde sagen, es ist eine valide Frage, aber sobald man mehr in die Lehre der Bewegung eintaucht, merkt man, dass sie durch und durch adventistisch ist. Im Gegenteil, sie räumt mit dem laodizianischen Zustand auf. Also, wir fangen an, 2019 zu verstehen, dass das Sonntagsgesetz nicht um Sabbat und Sonntag geht, sondern dass die Thematik Geschlecht das springende Thema sein wird. Das Thema, wo sich die ganze Welt links oder rechts positionieren wird. Und seit diesem Zeitpunkt merken wir immer mehr, was das Thema Geschlecht beinhaltet. Und wir sehen die Wichtigkeit von Frauenrechte. Wir sehen die Wichtigkeit von Minderheiten wie der LGBTQ, dass es um solche Dinge geht. Frauenrechte wie Abtreibung, Gender Pay Gap, Gewalt an Frauen, gesellschaftliche Rollen und Stereotypen, Diskriminierungen und so weiter. Und wann fangen wir an, das zu sagen? 2019. Und was ist in den Medien? Genau das. Ja. Eben noch nicht. Heute machen wir die Medien auf und sie sind voll von den Themen, die wir vorhergesagt haben, was am Sonntagsgesetz dominierende Geschichte sein wird. Und ich möchte an Matthäus 16, Vers 18 ist es, glaube ich, erinnern. Was sagt uns die Bibel da? 16? Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus.
Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Todes, Totenreiches, sollen sie nicht überwältigen. Und Vers 19, das ist der Vers, den ich fokussiere. Und ich will dir die Schlüssel des Himmels geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da heißt es, was auch immer du auf der Erde binden wirst, so wird es im Himmel gebunden werden. Und was auch immer du lösen wirst auf der Erde, wird im Himmel gelöst. Der Gemeinde Gottes ist diese Kraft, diese Macht gegeben, zu binden und zu lösen. Und ich möchte den Punkt rüberbringen, es ist kein Zufall, dass in einer Zeit, wo diese Thematiken noch nicht so präsent waren, Gottes Volk, diese Bewegung aufgestanden ist und gesagt hat, das wird kommen. Und im Nachhinein sehen wir eine Zunahme an Medienaufmerksamkeit bezüglich dieser Thematiken. Und wir sehen heute weltweit, wie in so vielen Ländern genau diese Thematiken die Länder spalten. Wir sehen Spaltungen in Südamerika, in Nordamerika, in Europa, in Australien, in Asien, überall Afrika sehen wir weltweit, sind die Medien voll davon, von den Thematiken Geschlecht, Frauenrechte, LGBTQ-Rechte, die Situation Freiheit bzw. Gleichberechtigung. Sie spalten die Welt, sie spalten Religionen, Kirchen, sie spalten sogar den Adventismus. Und zu einer Zeit, wo das noch nicht so präsent war, ist diese Bewegung aufgestanden anhand des Mitternachtsrufs und hat das verkündet. Und heute, Jahre später, können wir zurückzeigen und sagen, wir haben es zu einer Zeit gesagt, wo es noch niemand geglaubt hat. Aber was sagt Ellen White über das Sonntagsgesetz? Passiert im Verborgenen. Passiert im Verborgenen? Das sagt sie, aber das ist nicht mein Punkt. Das Ereignis, das so lang angezweifelt wurde, kommt nun und jeder sieht's. Zwar steht die Adventgemeinde da und sieht Klimakonferenzen in Ägypten kritisch an oder jegliche Aktivität, um den Klimawandel aufzuhalten, weil der konservative Adventismus vermutet, dass die Klimadebatte benutzt wird, um das Sonntagsgesetz durchzubringen. Und sie schauen sich die UN an, die EU, die Länder, die eventuell für den Klimawandel Gesetze durchlassen wollen, bestrebt sind. Und was verpassen sie? Was verpassen sie, indem sie auf diese Dinge achten? Das wirkliche Sonntagsgesetz. Sie verpassen das wirkliche Sonntagsgesetz für unsere Generation heute. Ellen White, was sie mit dem Sonntagsgesetz meinte im großen Kampf, war eine politische Agenda in ihrer Zeit, eine politische Zerreißprobe in der USA, in der christlichen Welt. Und wenn wir aber heute die Welt betrachten, dann wissen wir, dass die christliche Welt, also die westliche Welt, bei längst nicht mehr so religiös ist, wie zu Zeiten von Ellen White. Ellen White gibt das grundlegende Prinzip, wenn die Umstände sich ändern, ändert sich die Sache. Circumstances and times have changed. Umstände und die Zeiten haben sich geändert. Und Fakt ist, dass wir 160 Jahre nach Ellen White leben. Wir haben eine ganz andere Weltordnung, als wir zu ihrer Zeit hatten. Somit ist es nur logisch, dass sich auch das Sonntagsgesetz an die Gesellschaft heute anpasst. Gott gibt nicht einen Test, der 160 Jahre alt ist. Er gibt einen Test, der uns heute wehtut. Heute haben wir weitgehend religiöse Freiheit, dass wir Gott anbeten können an dem Tag, den wir für recht halten. Aber welche Freiheit haben wir heute nicht? Der Test ist immer da, wo es wehtut. Und heute tut es meistens nicht mehr weh, dass man am Sabbat, der Sabbat tut heute meistens nicht mehr weh. Aber was weh tut,
ist diese Frage. Freiheit gegenüber Gleichberechtigung, Menschenrechte, die Rechte von Frauen, Rechte von LGBTQ, das tut weh. Die Sabbatfrage wäre zu einfach für den Adventismus. Wenn wir wirklich zu Eden zurück wollen, dann ist es mittlerweile die Frage der Gleichberechtigung, die Gott uns vorlegt, diesen Test. Und das müssen wir in 18 bis 20 Jahren erkennen wir diese Sache. Und wir stehen auf, und wie wir so vorhin schön gesagt hat, Gott tut nichts, es sei denn, er sagt es zuvor seinen Propheten. Gott tut nichts, es sei denn, er sagt es zuvor seinen Propheten. Und wir haben diesen Ruf gegeben und wir sehen, dass es die Welt spaltet in zwei Gruppen. Jetzt ist meine Frage, wie konnten wir zu diesem Punkt kommen? Wie konnten wir zu diesem Punkt kommen, dass wir diesen waghalsigen Schritt als ein Adventist gehen, dass wir die brennende Frage, Sonntagsgesetz, die Leuchtfackel, die wir als Adventisten hochhalten, von Sabbat zu Sonntag auf Geschlecht ändern? Das ist ein waghalsiges Unternehmen. Wie kommen wir dazu? Methode. Die Methode. Erzähl mir mehr, Rodolfo. Ja, wir wenden die Methode an, zum Beispiel aus der Bibel, Eden zu Eden. Und darauf sind wir denn gekommen. Aber es reicht dir noch nicht, ne? Das reicht mir noch nicht. Wir wissen, dass die Generation der 144.000 1989 anfängt und sie geht bis Daniel 12, Vers 1 und der Wiederkunft Jesu Christi. Das heißt, diese Bewegung ist schon länger als 30 Jahre jetzt aktiv. Hier fing es an und wir sind an diesem Punkt, wo wir sagen, die nächste Wegmarke, die vor uns liegt, ist das Sonntagsgesetz. Wir befinden uns bereits in diesem Test und es geht über das Thema Geschlecht. Was für eine Methode benutzen wir? Also Rodolfo sagt uns, der Grund, warum wir diesen Wechsel vornehmen, ist nicht, weil wir fanatisch sind und nach Lust und Laune entscheiden, sondern weil wir konsequent einer Methode folgen. Und ich denke, wir sind in dieser Zeit, wo wir beweisen können, anhand Ereignisse in der Welt, dass die Methode, die wir benutzen, korrekt ist. Was ist das für eine Methode, Sylvie? Ich habe eine Frage. Ist das für uns heute, sind das die 10 Gebote sozusagen? Kann man das nicht sagen, das ist heute relevant? Die 10 Gebote sind keine Methode der biblischen Auslegung. Die 10 Gebote sind Verhaltensregeln. Somit würde ich sagen, unsere Methode, aus unserer Methode entspringen auch Verhaltensregeln, zum Beispiel Gleichberechtigung. Somit denke ich, würde ich nicht die 10 Gebote mit einer Methode vergleichen, weil sie sind Regeln, Verhaltensregeln. Sie sind keine Methode, die Bibel oder Ellen White auslegt. Mama? Und kann man sagen noch dazu, dass diese Regeln verändern sich abhängig davon, in welcher Zeitepoche wir in die Geschichte dieser Menschheit sind. Die Verhaltensregeln ändern sich jeweils, in welcher Generation dieser Erdgeschichte man lebt. Weil ich finde es immer so interessant, wenn wir so bibeltreu sein wollen, warum leben wir nicht noch in Zelten und in Gewändern und die Männer lassen sich im Bart wachsen? Und, oder wir haben auch Sklaven. Oder wir haben Sklaven und so weiter. Das ist, wenn wir unser langsames Gehirn benutzen, wenn wir so bibeltreu sein wollen, was Adventisten ja wollen, als konservative Adventisten wollen wir bibeltreu und ellenbeitreu sein, aber merken dann nicht, wie sehr wir Kompromisse und inkonsequent sind.
wenn man diese Schiene läuft, ja, dann aber auch das ganze Paket. Und unsere Methode, die Methode dieser Bewegung, bringt die Lösung. Bringt die Lösungen zwischen den Unterschieden zwischen Ellen White und der Bibel, die Diskrepanzen, die es dort gibt, gibt Gründe, warum das so ist, und gibt uns aber auch Lösungen für unsere Generation heute. Mama, du hattest eine Frage? Ich wollte eigentlich auf deine Frage antworten, aber kannst du die nochmal wiederholen? Was für eine Methode haben wir? Ach so. Ja, durch dieses intensive Studium 89, Nordkönig, Südkönig, was auf Daniel 11, 40 bis 55 besteht, 45 besteht, haben wir Nordkönig, Südkönig mehrmals unter die Lupe genommen. Wir haben die Regel genutzt, dass in der Vergangenheit war, wird wieder passieren, der Kampf zwischen Nordkönig und Südkönig. Und darüber haben wir durch die andere Methode vergleichen und gegenüberstellen festgestellt, dass es nicht gut ist. Es ist das System der Nordkönig, wie das beim Nordkönig ist, Staat und Kirche zusammen, wo die Kirche herrscht, ist nicht gut. Und beim Südkönig, wo der Staat herrscht über die Kirche, ist auch nicht gut. Und wir haben dann festgestellt, dass Kirche Frau und Staat Mann symbolisiert. Und so kamen wir über wichtige Elemente der Prophetie, kamen wir zu dem System, hier geht es eigentlich um Gleichberechtigung, dass das grundsätzliche beste System ist, sowohl für die Gesellschaft untereinander zu leben, für die Länder untereinander zu leben, was bis hin zur Familie geht, wo Mann und Frau eigentlich gleich sein sollten. Was uns dann wieder zu Garten Eden gebracht hat, wie das ursprünglich aussah. Das heißt, wir haben eine riesenlange Palette durchgemacht, um herauszufinden, was heute relevant ist für das Sonntagsgesetz. Okay, das ist korrekt. Du hast diesen Wechsel beschrieben, wo wir uns von diesem Modell lösen und dieses annehmen. Welche Schritte sind wir da gegangen? Aber ich suche immer noch, was ist die grundlegende Methode von all dem? Gleichnis. Gleichnislehre und? Linie auf Linie. Unsere Methode ist Linie auf Linie, beziehungsweise Gleichnislehre. Wenn man unsere Vorträge schaut und uns oberflächlich betrachtet, dann kann ich nachvollziehen, dass, wenn man einen Wechsel hier vornimmt, man hinterfragt, sind wir Adventisten? Wie fanatisch sind die geworden? Aber in einer Zeit, wo man nur noch YouTube-Shorts und Instagram und TikTok schaut und sich nur noch 30 Sekunden mit einem Thema beschäftigt, frage ich mich echt, wo sind hier noch die Studenten der Prophetie? Wo sind diejenigen, die sagen, sie prüfen alles und das Gute behalten sie? Und wenn sie diese Videos schauen und unsere Themen anschauen, dann ist Prüfen nicht, wenn sie den Sabbat und Sonntag für das Sonntagsgesetz ablegen und das Geschlecht annehmen, sind sie nicht mehr gemäß Ellen White. Das ist nicht eine Prüfung unserer Lehre. Unsere Lehre sollte anhand der Methode geprüft werden. Was für eine Methode benutzen wir? Das heißt, wenn da draußen der Adventismus uns richten möchte, dann richtet nicht unsere Aussagen, richtet unsere Methode. Und um die richten zu müssen, muss man sich mit unserer Methode befassen. Das heißt, was auf dem Prüfstein steht, ist die Methode Linie auf Linie, was auch dafür steht, großer Kampf, Seite 343, Paragraph 1 und 2 im Englischen, was einfach Geschichtsabschnitte sind, die gewisse Muster haben, verglichen mit anderen Geschichtsabschnitten, die gleichen Muster haben. Das bedeutet Linie auf Linie. Und da diese in der Vergangenheit passieren und die Gegenwart erklären, dienen sie wie Gleichnisse für unsere Zeit. Und das ist genau das, was der große Kampf, Seite 343, Paragraph 1 im Englischen sagt.
Und das ist genau das Gleichnislehre, was Jesus benutzt hat, um im Neuen Testament das Volk zu lehren. Das heißt, wenn diese Lehre auf dem Prüfstein steht, dann bitte prüft nicht die Aussagen. Das ist oberflächlich. Das ist YouTube-Shorts und TikTok-Schauen. Geht zu unserer Methode und prüft unsere Methode. Und diese Methode ist seit 30 Jahren unter der Prüfung. 30 Jahre prüfen wir innig diese Methode und ihre Regeln. Und je länger wir hier gehen, je mehr Wegmarken wir passieren, was sehen wir? Sylvie, bitte. Das ist konsequent und das hat sich immer bewahrheitet. Je weiter wir diesen Weg gehen, um mit mehr Sicherheit können wir auf dieser Methode stehen, weil sie ein sicheres Fundament ist. Sie hat bewiesen, dass es funktioniert. Sie hat bewiesen, dass es Gottes Volk die Wahrheit Gottes eröffnet und den Weg nach Hause, nach Eden, gezeigt. Der Mitternachtsruf ist die Lampe am Anfang des Pfades und erhält den ganzen Weg. Und so war es auch für die Milleriten. Auch die Milleriten, der Grund, warum wir heute alle Adventisten sein können, ist, weil sie konsequent einer Auslegungsmethode gefolgt sind. Den Auslegungsprinzipien von William Miller, das Tag-Jahr-Prinzip. So wurden wir zu Adventisten. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er ändert nichts. Wir sind keine Gruppe von Wilden, die willkürlich und fanatisch zwischen konservativ und liberalen wechselt, die modern im 21. Jahrhundert angekommen sind. Wir sind eine Gruppe von Soldaten, Soldatinnen, die konsequent einer Methode folgt, die sich seit 30 Jahren immer mehr bewährt. Das heißt, wenn wir zu gewissen gewaltigen Umstrukturierungen in der Botschaft kommen, Traditionen, die wir seit 100 Jahren hegen, Aussagen, die wir seit 100 Jahren hegen und diese umwälzen, dann machen wir das nicht aus Willkür, das machen wir nicht aus dem schnellen Gehirn heraus oder weil wir im 21. Jahrhundert liegen, sondern weil wir an einer Methode glauben, die sich seit 30 Jahren bewährt haben und die im Geist der Weissagung und in der Bibel fundiert ist. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das wissen. Macht es Sinn? Sehr gut. Somit wissen wir, dass das Sonntagsgesetz unter Biologietest ist. Wir sind in dieser Zeit, wir sind kurz vor dem Abschluss und alles, mit was wir uns beschäftigen müssen, ist dieser Test, dieses Thema hier. Deswegen sprechen wir so häufig über dieses Thema, weil es gegenwärtige Wahrheit ist, was die Herde braucht. Das ist gegenwärtige Wahrheit. Das ist, wo Gott sein Volk jetzt prüft. Wo steht ihr? Und es reicht nicht, ein Kind noch länger zu sein in dieser Botschaft. Es reicht nicht aus, noch länger ein Kind in der Handhabung dieser Methode zu sein. Wir müssen prophetisch erwachsen werden. Und was heißt es, prophetisch erwachsen zu sein? Dass wir feste Speise essen. Feste Speise essen, was noch? Keine Milch mehr. Feste Speise bedeutet keine Milch mehr, was noch? Was bedeutet es, prophetisch erwachsen zu sein, gemäß Paulus, gemäß Daniel? Lehrer zu sein. Ja. Lehrer zu sein. Siehe Ezekiel auch. Monika, hast du was? Hebräer. In Hebräer steht es noch. In Hebräer? Mhm. Dass wir Lehrer sein, genau. Ungemäß Daniel. Was sagt Daniel in Daniel 12, Vers 4? Ah, das mit dem Weisen.
Die Weißen sind aber verständig. Und die anderen? Ich habe den Bibelvers nicht. Die Unverständigen werden nicht verstehen, aber die Weißen werden verstehen. Worüber redet Daniel? Wer sind diese Weißen und Unweißen in Daniel 12? Das sind die, die Erkenntnis bekommen haben. Zu wem spricht Daniel denn? Zu seinem Volk. Daniel spricht zu seinem eigenen Volk, weil er ist Prophet für Israel. Er ist nicht Prophet für die Babylonier. Das heißt, wenn Daniel über die Unverständigen und die Verständigen spricht, spricht er über sein eigenes Volk. Und wir wissen, dass Daniel am Zeit des Endes nochmal Zeugnis geben muss. Das heißt, in Gottes Volk gibt es Verständige und Unverständige. Diejenigen, die verstehen und die nicht verstehen. Und die, die nicht verstehen, sind unweis. Sie sind töricht, wenn wir Matthäus 25 betrachten wollen. Wir müssen Weise sein. Wir müssen diese Dinge verstehen, praktizieren, Lehrer sein, feste Speise. Wir sehen es auch in Hesekiel und Johannes. Was mussten die essen? Sie mussten die Rolle oder das kleine Büchlein essen und es hat eine Erfahrung mit ihnen gemacht. Das bedeutet, dass sie das leben sollen. Ja. Es ist ein Teil von ihnen. Es wird zu Blut, dieses Essen. Ja. Dieses kleine Buch. Ja, Mama? In Hesekiel sagt es, dass es eine harte Stirn ist. Eine diamantene Stirn? Ja. Das kleine Buch in Offenbarung 10, wenn er das essen sollte. Das hat auch mit ihm irgendwas gemacht, dass er standhaft wurde. Wir sehen, dass Hesekiel und Johannes die gleiche Order kriegen. Vor ihnen wird ein Büchlein oder eine Rolle präsentiert, welche sie essen sollen. Und wenn sie sie essen, haben sie die gleiche Erfahrung. Lasst uns Offenbarung 10, Vers 10 und 11, Offenbarung 10, Vers 10 lesen. Offenbarung 10, Vers 10. Okay, danke. Und nahm das Büchlein auf der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir: Du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. So, Hesekiel und Johannes haben die gleiche Erfahrung. Ihnen wird gesagt, sie sollen etwas essen. Und weil sie Propheten Gottes sind, sind sie gehorsam und essen. Und sie haben eine gewisse Erfahrung. Was passiert? Im Mund ist es süß und nachher ist es bitter. Sie essen es, im Mund ist es süß. Aber im Bauch oder in der Verdauung wird es bitter. Und bei Hesekiel, wir lesen es jetzt nicht, aber Hesekiel 3 ist genau die gleiche Erfahrung für Hesekiel. Also wir sehen im Mund, ist es was? Süß. Süß. Mhm. Und im Bauch? Bitter. Oder bitter. Bauch ist es bitter. Das ist mehr oder weniger, was wir jetzt erleben, oder? Weil die Erfahrungen, die wir mit Sexismus machen, ist genau bitter. Was passiert im Mund? Was ist der Mund? Was bedeutet es, eine Rolle zu essen? Etwas die zu verstehen, etwas zu analysieren, zu kleinern. Zerkleinern, auseinanderzunehmen, verstehen. Eigentlich geht die Verdauung schon im Mund los. Denn du musst, wenn du etwas zerkleinerst, kommt immer der Speichel dazu. Das heißt, es beginnt schon die Vermischung, die Verdauung, mit dem, was reinkommt und mit dem, was dein eigen ist. Und das bedeutet, du fängst an, langsam aufzunehmen, was wichtig ist, wenn es dann in den Magen geht, wo die eigentliche Verdauung stattfindet. Also wenn das nicht vorhanden ist, und das hat eine geistliche Komponente. Und die Verdauung fängt an in den Mund, weil da sind diese Enzyme. Enzyme. Die Verdauung beginnt im Mund.
Das heißt, was hier passiert, das ist ja die Schriftrolle oder das kleine Buch. Und was ist da drin? Was ist symbolisch hier bei Hesekiel und Johannes gemeint? So? Ja, bitte? Die Botschaft wird mein eigenes und wird zu meinem eigenen Körper im Grunde genommen. Denn die Botschaft geht in meinen Mund, ich zerkleine sie, ich nehme sie auf und es ernährt mich und es wird zu meinem Körper, denn damit werden meine Zellen ernährt. Die Schriftrolle, ohne dass wir jetzt viel da reintauchen, die Schriftrolle von Hesekiel oder das kleine Büchlein von Johannes ist das Wort Gottes. Und mit diesem Wort Gottes muss etwas passieren. Es muss gegessen werden und es geht durch den Verdauungstrakt. Im Mund fängt die Verdauung an und im Bauch findet sie ihren Höhepunkt. Und wir sehen, dass dieses Wort Gottes, dass es Teil des Menschen wird, hat eine gewisse Erfahrung. Einmal eine süße und eine bittere. Und im Mund ist die Erfahrung intellektuelles Verständnis. Beziehungsweise die Botschaft verstehen. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang, dass die Botschaft oder das Wort Gottes Teil des Menschen wird. Wenn wir zur Natur des Menschen gehen, haben wir das so kommuniziert. Wir haben ein Gehirn und in diesem Gehirn gibt es wie so eine, fast wie eine Speiseröhre in das Herz. Und wir haben gesagt, hier muss die Botschaft rein. Sie muss erst im Gehirn verstanden werden, intellektuell. Und dann geht diese Botschaft ins Herz. Und wir haben gesagt, hier ist Verstehen. Und was ist im Herz? Annahme, beziehungsweise wenn du etwas angenommen hast, dann Praxis. So, das ist jetzt die Natur des Menschen. Und ich würde sagen, dieses Beispiel haben wir auch hier unten mit der Verdauung. Der Mund nimmt die Nahrung auf, das Wort Gottes, und es ist eine süße Erfahrung. 2019, als wir die Botschaft von Gleichberechtigung genommen haben, ist jeder aufgestanden und hat geklatscht. Es ist eine süße Erfahrung. Aber was passiert im Bauch? Ich muss es annehmen. Im Bauch kommt es jetzt zu was? Annahme, und Annahme bedeutet was? Praxis. Und auf einmal ist die Botschaft nicht länger süß, sondern bitter. Und wofür steht die Bitterkeit? Was macht Bitterkeit im Körper? Ah, es reinigt. Das mit dem Sünde, ne? Gott wählt nicht salzig oder sauer. Er wählt eine bittere Erfahrung. Weil der Charakter verändert. Weil Bitterstoffe im Körper helfen, Fett zu verdauen. Und Fett in der Bibel bedeutet Sünde. Die Erfahrung der Bitterkeit bedeutet, die Sünde auszumerzen in dem Leben. Das heißt, wenn wir diese Botschaft vom Sonntagsgesetz intellektuell verstehen, mögen wir eine süße Erfahrung haben. Aber wir wissen, es reicht nicht. Nur zu kauen, aber nicht runterzuschlucken, reicht nicht. Nur die Botschaft zu verstehen, aber nicht zu praktizieren, reicht nicht. Das ist die Praxis, ist diese bittere Erfahrung. Aber ich möchte noch einen anderen Aspekt bringen. Wir haben 1,5 Tage damit verbracht, uns praxisnah mit der Thematik Sexismus und Geschlecht auseinanderzusetzen. 1,5 Tage. Wie erging es euch? Wenn wir Erfahrungen austauschen, sie analysieren und tief gehen. Okay? Ich weiß nicht, ob es den Rahmen einspringt, aber ich würde sagen, wir müssen lernen,
diesen Workshop zum Beispiel so persönlich also machen wie möglich, damit wir als Gruppe gelehrt werden, was und wo wir in unserem Leben was verändern sollen oder wo wir Verstärkung brauchen von unseren Mitmenschen, die das Gleiche verdauen sollen wie wir. Und das macht uns stark, indem wir besser verstehen die Botschaft, so wie es im praktischen Sinne ist. Mhm. Todi, dann Bernhard? Also man wird total sensibilisiert auf die verschiedenen Erfahrungen, die die Leute gemacht haben. Man denkt, ach ja, stimmt, wenn jemand das sagt oder das tut, dann gibt es auch Sexismus. Mhm. Also man wird ja, empfindlicher auf diese Ereignisse. Man wird sensibler, empfindlicher, Bernhard? Also zuerst, das bringt einen zum Nachdenken. Bringt einen zum Nachdenken? Das, ja, ja, danke. Mama? Also wenn ich das so überlege, was wir jetzt hier alles so machen sollen und gemacht haben und immer im Vergleich auf Sexismus, Gleichberechtigung und das hier mit Hesekiel vergleiche. Hesekiel 3, 7 und 8, da heißt es, das Haus Israel hört nicht mehr, es ist widerspenstig geworden, sie haben ein verstocktes Herz. Das heißt offensichtlich, wenn wir jetzt so weit fortgeschritten sind mit der Botschaftsbewegung, mit dieser Botschaft, ja, Sonntagsgesetz ist nicht mehr Sabbat Sonntag, sondern ist Gleichberechtigung. Und wenn jetzt das Haus Israel da irgendwo verstockt wird, also wenn ich das jetzt mal miteinander vergleiche, und wir sollen uns üben da drin, in Gleichberechtigung, wie erkenne ich Sexismus, dann ist hier die Aussage, und siehe, ich mache dein Angesicht, deine Stirn hart, so wie ein Stein. Und dann die Stirn, heißt es, du wirst glänzen wie ein Diamant und du wirst härter werden wie ein Fels. Einmal Diamant, jeder weiß, wie ein Diamant aussieht, wenn er bearbeitet ist. Schön, leuchtend. Und ein Fels, das heißt, wir sind unverrückbar geworden in der Sache Sexismus. Wenn wir das dann mal gelernt haben, das nicht mehr zu gebrauchen, diese Methode, das würde dann bedeuten, dass wir wie ein, dann sind wir bei Daniel 12, Vers 4. Die Verständigen sind weise und sind strahlen, ja, wie die Sterne, sozusagen. Und das müsste uns eigentlich Ansporn geben, dieses Ziel zu erreichen, zu strahlen für Gott wie ein Diamant. Ich meine, jetzt hier wird geschrieben, die Stirn, das heißt, die Stirn ist völlig klar, frei von Unrat, von falscher Wahrheit. Mhm. Wie soll ich das ausdrücken? Gereinigt, ja. Vorher natürlich musst du die Erfahrung haben, das Büchlein zu essen, die Bitterkeit, das geht durch Schmerz, allen möglichen. Aber das ist das Ergebnis, wie Gott dann seine 144.000 haben will. Okay, danke. Trudi? Ja, ich denke auch, es muss uns wirklich ins Fleisch und Blut übergehen, dass es uns wirklich zur Gewohnheit wird. Und die Gewohnheit bildet dann unser Charakter und unser Charakter wird dann getestet. Es sollte wirklich ein Lebensstil werden. Okay, danke. Ich komme nochmal zurück auf die Erfahrung des Workshops. Es ist, wie soll ich das in Worte fassen? Die Thematik des Workshops hat sehr viel Sprengstoff. Warum? Weil es hier um unser Leben geht, unser alltägliches Leben. Und was für Situationen besprechen wir? Wir behandeln nicht, wie schön Weihnachten war und was man für Geschenke bekommen hat und wie der Urlaub war oder was für Ziele man fürs nächste Leben Jahr hat. Fürs nächste Leben hoffentlich auch, aber was besprechen wir? Was war das Thema? Du gibst etwas von dir preis und du teilst es. Du öffnest dich und du teilst es, weil du weißt, du wirst verstanden, trotzdem, dass du vielleicht eine falsche, oder nicht vielleicht, weil du in der Praxis eine falsche Entscheidung getroffen hast. Also man gibt
Persönlichkeit, etwas Persönliches preis, was einen verwundbar macht. Und, ja. Entschuldigung, und man kann aber auch gleichzeitig kundtun, was man verstanden hat an der Botschaft. Okay, man gibt seinen Verständnispreis. Monika, wolltest du was sagen? Ja, also ich denke, persönliche Erfahrungen geben wir preis, anhand derer wir auch verstanden haben, wo in unserem Leben Sexismus überhaupt sich befindet oder wo wir davon betroffen waren. Ja, ich sage euch, was ich noch denke. Danke für eure Kommentare. Ich würde vorschlagen, es sind traumatisierende Erlebnisse, die wir behandeln. Und ich bin mir sicher, dass viele der Erfahrungen, die wir gestern behandelt haben, von denjenigen, die sie erzählt haben, die persönlichen Erfahrungen waren. Das heißt, wenn wir hier diese Botschaft haben und wir machen unsere Hausaufgaben und fangen an, nur für diesen Test zu lernen und wir gehen immer tiefer, was passiert eigentlich? Wir haben die Traumen, ist das das Plural? Traumata. Wir haben die Traumata. Wir haben die Traumata. Und hier drüben haben wir das Opfer. In dem Fall jetzt Frauen. Und was passiert eigentlich? Was ist das normale Verhalten eines Opfers bezüglich seines Traumas? Was ist gang und gäbe? Das ist unterdrückt, man lässt es nicht raus. Man lässt es nicht raus, man unterdrückt, man versucht zu vergessen. Aber in der Psychologie, was wird empfohlen, was Opfer eigentlich machen müssen? Darüber sprechen. Das Trauma nochmal wiederholen. Das Trauma aufarbeiten. Psychologisch soll man Traumas nicht unterdrücken, weil erstens sie im Unterbewussten sehr viel Schaden anrichten und sie später dann doch irgendwann wieder hochkommen. Das heißt, empfohlen ist, Traumata durchzuarbeiten. Aber um sie durchzuarbeiten, muss man was tun? Man muss... Man muss das Opfer... nee, das meine ich jetzt nicht. Okay. Das Opfer muss mit seinem Trauma konfrontiert werden. Konfrontation würde ich hier jetzt an die Tafel schreiben. Das Opfer muss mit seinem Trauma konfrontiert werden. Und jetzt frage ich euch, ist das eine angenehme Erfahrung? Nein. Nein. Das geht oft so weit, dass das Opfer fast zerbricht daran. Aber wenn die rechtmäßigen Schritte unternommen werden, um das Traumata, die Traumata aufzuarbeiten, was kann danach passieren? Danach passiert echte Heilung. Und ich sage bewusst echte Heilung, weil viele Opfer verdrängen und sie denken, alles ist in Ordnung, bis sie in eine irgendwann, es kann Jahre dauern, Jahrzehnte, aber irgendwann wird man konfrontiert und dann schießt die ganze Box auf, weil der Druck so lange da drin war. Das heißt, irgendwann wird man doch wieder konfrontiert. Das heißt, wenn Gott seine Gemeinde heilen möchte, damit sie wieder in Eden sein kann, was muss er tun? Die Regeln der Natur, die Regeln des Menschen, die er reingelegt hat, muss auch er befolgen. Was muss mit seiner Gemeinde passieren? Er muss sie konfrontieren. Die Traumata der Sünde müssen, die Traumata der Sünde müssen konfrontiert werden und sie müssen aufgearbeitet werden. Aber die Erfahrung, ist die süß oder ist die bitter? Bitter. Ist eine bittere Erfahrung. Weil Gott hat die Arbeit einmal, dass er seine Gemeinde jahrzehntelang führt,
bis sie zu dieser Information gelangen. Und diese Erfahrung ist süß, weil sie den Intellekt verstehen. Sie verstehen, sie halten an dieser Methode fest und diese Methode führt sie und sie verstehen und sie sehen, sie folgen der richtigen Methode. Es ist süß, es bestätigt sie. Aber mit dieser Botschaft kommt auch, wenn Sünde echt geheilt werden muss, dann muss Konfrontation stattfinden. Und die Konfrontation mit Traumas bedeutet eine bittere Erfahrung. Aber durch die müssen wir durch. Aber es ist auch die Natur oder die natürliche Neigung des Menschen, nicht damit konfrontiert werden zu wollen. Und das ist, was auch viel in dieser Bewegung stattfindet. Wir sagen ja und Amen, wenn es darum geht, dass das Sonntagsgesetz über Sexismus geht. Aber wenn es darum geht, lasst uns jetzt tiefer graben. Lasst uns die Dinge beim Namen nennen. Lasst uns zur Wurzel des Bösen gehen. Lasst uns analysieren. Lasst uns Situationen auseinandernehmen. Dann wird es schwierig. Weil du hast Täter und Opfer, die in einem Raum sitzen. Jeder ist in seinen Stereotypen und Rollen gefangen. Emotionen können sehr schnell hochkochen, weil man mit die Opfer werden mit ihren Traumas konfrontiert. Und das ist nicht leicht. Aber wir müssen da durch, um echte Heilung zu empfangen. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Traumata innerhalb seines Volk Gottes? Abgesehen jetzt das von den Frauen, dass das so ein Traumata wäre? Das Volk Gottes ist aus gewöhnlichen Menschen, von A bis Z, die von überall herkommen. Jeder bringt das Gepäck seiner Kultur und seiner Tradition mit sich. Jeder kommt mit einem gewissen Rollenverhalten rein. Und Gott mit seiner Botschaft in der Bewegung, in der Gemeinde, sagt, diese Rolle muss aufgebrochen werden. Dieser Stereotyp muss aufgebrochen werden. Was bedeutet, Mitglieder, die reinströmen und verstanden haben, müssen auf einmal dann auch Änderungen vornehmen in ihrem Leben, damit sie noch gemäß Gottes Botschaft oder Gottes Wort leben. Wir wollen ja bibeltreu sein. Aber was bedeutet bibeltreu heute? Und bibeltreu heute bedeutet halt auch noch obendrauf, nicht sexistisch zu sein, nicht homophob zu sein. Und dass wir kommen hier rein von allen Enden der Erde mit unseren Traditionen und Kulturen, die auf einmal nicht mehr akzeptabel für Gott sind. Und diese gehören aufgebrochen und verändert. Und es ist ganz natürlich, dass da Konflikte und Reibungen entstehen können. Macht das Sinn? Mhm. Ich denke, wir machen hier jetzt einen Abschluss. Aber ich denke, was weiterführend wäre, ist, wie sieht echte Heilung aus? Was sind die Schritte von echter Heilung? Wie konfrontiert man Traumas und kann da durchkommen und wirkliche Heilung erfahren? Und jetzt beten wir zum Abschluss. Weil ich denke, wir haben schon über eine Stunde gemacht. Lieber Gott im Himmel, wir danken dir für die Zeit, die wir zusammen hatten, dass wir respektvoll miteinander umgehen konnten und diese sensiblen Themen ansprechen konnten. Wir danken dir für die Mitternachtsrufbotschaft, die unseren ganzen Weg erleuchtet, für diese Methode, die du uns gegeben hast und die sich bewährt, vor allem in dieser Zeit. Mögen wir Experten in dieser Methode werden, dass wir ganz nah an deinem Wort sind, dass wir dieses Wort essen, dass wir es komplett verdauen, dass wir die süße und bittere Erfahrung haben, dass wir durchhalten, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir das Wort, was du gesendet hast, um uns zu verändern, nicht leer zurückgeht, sondern dass wir uns wirklich verändern lassen dadurch. Möge ein mit einem jeden sein, wenn sie auch wieder nach Hause gehen und in den Alltag kommen. Mögen wir nicht diese Dinge hier vergessen, die wir gelernt haben. Mögen wir sie in unserem Alltag umsetzen.
In Jesu Namen bitte ich dich um Segen für alles. In Jesu Namen, Amen.